Hallo, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es geht los zu unserer Kundgebung zur ersten Bundesverhandlung der chemischen Industrie 2014 in Darmstadt. Drin finden die Verhandlungen statt, aber wir brauchen als Gewerkschaft auch eine entsprechende Begleitmusik, damit hier bei den Verhandlungen jetzt endlich mal was in die Gänge kommt. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier seid, damit wir heute den Arbeitgebern sagen, wir starten jetzt 2014 die Tarifrunde neu und unsere Forderungen sind berechtigt. Wir wollen 5,5% Tariferhöhung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir wollen, dass es eine vernünftige Perspektive für die jungen Menschen gibt. Wir sagen, Ausbildungsplatzniveau halten und unbefristete Übernahme. Das fordert die IG BCE. 60 Euro mehr Lohn für die Azubis, 5,5% für die Ausgelernten und eine schriftliche Übernahmegarantie, damit man sein Leben planen kann. Die Firma macht auch mehr Geld momentan, die sind wieder auf dem Aufweg. Prognose 3% für nächstes und übernächstes Jahr. Da muss irgendwo auch der Arbeitnehmer partizipieren davon. Die Pharmaindustrie boomt, wir haben Rekordgewinne und von daher die Forderung, die wir aufgestellt haben für die diesjährige Tarifrunde, wird über die Zahlen, die das Unternehmen erwirtschaftet, einfach richtig toll untermauert. Wir haben gemerkt, nachdem die Forderung veröffentlicht war, dass die Belegschaften dahinter stehen und die jungen Leute sehr angetan davon sind, dass es auch wieder um sie geht und ihre Zukunftssicherung. Wir sind Weltmarktführer in unserem Produktionsbereich, Marktführer und haben daher sehr gute Erträge, gute Gewinne, 10 Jahre in Folge gute Ergebnisse. Ich habe da überhaupt gar kein Verständnis für, dass heute Morgen schon unser Arbeitsdirektor gesagt hat, es ist überhaupt gar nichts drin, die Geschäfte laufen so schlecht auf der Welt in der chemischen Industrie. Kann ich nicht verstehen. Der Betrieb ist voll gelaufen oder alle Betriebe sind voll gelaufen und auch für 2014 sind die Erwartungen eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe auch einen klaren Auftrag von der Vertrauensleute und von der Beschäftigten bei der Firma Michelin in Deutschland, das heißt die 5,5% so nah wie möglich umzusetzen. Und sind auch dafür bereit, uns vors Werkstor zu stellen, um damit nochmal zu bekräftigen, dass wir auch hinter der Forderung stehen. Da sind die Thesen drauf von Herrn Foscherau, das ist der Präsident des Arbeitgeberverbandes. Die haben wir hier genommen, die Thesen, die er gesagt hat, und das überprüft die Jugend jetzt mal an der Wirklichkeit dieser Tarifrunde. So, wir haben jetzt gerade die erste Verhandlungsrunde hinter uns, haben eine lebhafte Diskussion gehabt, sind leider nicht weitergekommen, zumindest was die Geldseite angeht. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir eine gute wirtschaftliche Situation haben, haben das auch aus vielen betrieblichen Bereichen dargestellt und haben vor allen Dingen auch nochmal dargestellt, was für eine Erwartungshaltung wir insgesamt in der Fläche der chemischen Industrie haben. Von daher keine Bewegung an dem Punkt, aber wir haben zumindest unsere Position, glaube ich, sehr, sehr gut deutlich gemacht.